3, 2, 1, Start! Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to Project Assembly. Noch ein kleiner schwarzer Punkt am Himmel. So, und jetzt brauchst du ein bisschen, bis es wieder zurückkommt. Aber wir können schon mal. Motorsäge schon mal anwählen. Die wollen wir als nächstes. Wir wollen nämlich Energie ohne Ende haben. Okay, also leichte Energie ohne Ende. Wir wollen nicht so viel arbeiten müssen. Und die ganzen Sachen hier. Obwohl Automatisierung müsste ich eigentlich vorziehen. Soll ich? Ja, okay. Komm, wir machen Splitter und Verbinder machen wir mal vorher, damit wir hier ein bisschen mehr. Oh, damit wir ein bisschen mehr Output haben. Holen. Doch lieber das hier. Was ist das gleiche? Ich weiß nicht mehr. Na, egal. So. Der Kupfer läuft noch. Das werden wir nie mehr los. Wir werden das Kupfer nie mehr los. Wann kommt denn unsere Rakete wieder? Jetzt ist sie da. Noch ein bisschen Beton in der Zeit her. Packen die Blütenblätter weg. Mann, 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 hat er der Geschwindigkeit drauf. Und jetzt können wir immer weiter Material zu was auch immer da oben ist, ich weiß es nicht, schicken. Somit unser Hub erweitern. Eisenplatten, Stamm, Kabel. Was geben wir denn drüber? Kriegen wir mehr. Was wollte ich machen? Ah, wir können mal gucken, was unser Power Slug macht. Ist er schon fertig? Ja. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fixit technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in the hub. Wir können also unsere Maschinen übertakten. Ab, hier ist nichts. Hey, wir haben Container. Nice. Ich weiß nicht, wo ich es herstellen kann. Nur nicht hier. Das ist wahrscheinlich noch nicht drin. Das ist wahrscheinlich. Soweit. Wir werden die eh nicht los. Also das Ding da hinten ist immer voll. Wir können da nichts reinpacken. Deswegen klopfe ich so jetzt hier weg. Dann haben wir zur Ruhe. Das ist der Platz. Wir brauchen Platten.
Platten, Stampf. Die Platten haben wir genug. Stangen noch lange nicht. Das müssen wir auch ein bisschen umbauen dann noch. Die Schmelzanlage mit dem Zulang darstellt. Kabel können wir auch selber herstellen. Dingel, weiter klopfen. Strom darum zu machen, weil hier das muss ein bisschen. Deswegen legen wir dann die Leitung hier so rum. Dann hier so rein. Müssen wir nochmal gucken. Oder das Ganze wird einfach verlegt. Können wir auch machen. Müssen wir sicher gehen, dass wir genug Sachen haben. Aber vorher will ich diese. Schnell genug. Ich bin einfach nicht schnell genug. Gib mir all dein Eisen. Was für da alleine. Zack. Und los geht's. Ab ins All. Guck's nochmal an. Dunkel. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Schön. Oh, wir haben ja so richtig Sternenhimmel, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich kann eine Motorsäge bauen. Nein, ich hab nicht. Ah, ich bin so doof. Das war ja gar nicht das Motorsägen-Update. Aber jetzt noch ein Motorsägen-Update. Ja. Also, jetzt können wir bauen. Folgendes: Logistics, ein Splitter und ein Merger. Genau, also ein Aufteiler. Da geht eine Seite geht rein, drei Seiten gehen raus. Und hier geht drei Seiten rein, eine Seite raus. Genau so. Dann können wir hinten so eine schöne Ofenanlage hinbauen. Die ich jetzt auch schon mal aufbaue. Schmelter? Ich weiß es noch nicht. Das habe ich also noch nicht rausgefunden, ne? Wie viel kann so ein Bohrer versorgen? Weil er füllt ja hier ordentlich auf. Hier ist immer auf 100. Also das Band stockt, was eigentlich schlecht ist. Keine durchgehende Produktion. Das wollen wir nicht. Am besten machen wir hier mal einen Test draus, oder? Machen wir hier am besten mal einen Test draus. Wir machen dann hier zwei Öfen nebeneinander. Dann müssen wir uns mal die Stangen holen. Machen wir hier schon mal eine zweite Schmelze hin. Dass wir hier effizient arbeiten, ne? Okay, wir machen es gleich ordentlich von Anfang an. Hier weg. Hier weg. Hier weg. Den brauchen wir dann auch nicht mehr. So. Und dann das Förderband.
noch interessiert. Dieser Lagerkasten. Ne? Storage Container. Kann der genauso schnell outputten, also raushauen wie rein? Oder... Oh, verdammt. So viel raus wie er kann. Ist super. Dann lass es doch mal schönen. Jetzt müssen wir den Balken so ran hier. Und lass das Ganze mal dahinter flitzen. Geht das? Ich dachte, es hätte immer ein... Hä? Ging das vorher auch? Dass man zwei Bänder gegeneinander laufen lassen konnte? Boah, das nicht so gut wäre, meine ich. Also, wäre echt nicht so gut. So, jetzt können wir unsere Schmelzen hier bauen. Produktion. Schmelze. Können wir so weit rüber, wie es geht. Oh, das können wir so drüber bauen hier. Machen wir drei Stück nebeneinander. Eins. Zwei. Drei. Genau, und jetzt den Splitter. Splitter können wir hier Splitter. Genau vor dem mittleren. Okay, nicht genau. Ein bisschen Abstand können wir schon haben. So. Und hier da rein. Und hier rein. Und hier da rein. Und du? Ja. Du kommst hier wieder runter. Sieht das gut aus? So. Jetzt schauen wir mal, wie viel da am Ende rauskommt. Ob das für die hier genug ist. Wir müssen die noch einstellen. So viel zu arbeiten. Ich bin gespannt, wie viel so eine... Oh! Wecker. So lang... Oh, das sieht doch nicht so gut aus, ne? Sieht das gut aus? Ja, er tickt's hin. Was war das jetzt? Warum ist das gestoppt? Wieso hat es gestoppt?
wohl nie herausfinden. Okay. Dann. Ja. Ich weiß nicht, wie der Container ist. Hat er den jetzt leer gemacht? Oh. Also er kann doch mehr inputten als der Container aus. Obwohl, nein. Gelogen. Das hat sich angestaut, weil das Band angehalten hat. Genau. Ja. Also diese Jungs hier machen dann. Versorgen zwei Stück dann. Ich weiß es nicht. Versorgen zwei. Ein Constructor oder? Zurückbekommen. Also wir haben nur einen abgebaut. Ne? Stimmt. Sorry, sorry, sorry. Panzerstahl. Was brauchen wir? Schrauben. Schrauben. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch viel mehr. Jetzt haben wir richtig viele Eisen-Ingots bekommen, weil wir das ganze Zeug abgebaut haben. So. Wie versorgen wir das jetzt? Eine Eisenplatte braucht. Zwei Stahl. Braucht aber wie lange? 4 Sekunden. Nee, stimmt nicht. Doch, 4 Sekunden brauchst. Wie viel stellen die her? Auf jeden Fall ist es schon mal, es ist schon mal zu wenig. Das, was hier rauskommt, ist zu wenig. Also, dich weg. Jetzt kommt hier hinten mehr raus. Und ihr zwei versorgt dann den einen. Ne? Ich verstehe es doch richtig jetzt. Mercher. Merchandise hier. Du musst deinen ganzen Stahl hier rein. Du musst deinen ganzen Stahl. Dann alles. Stößt Eisenplatten. Brauchst aber noch Stroh. Den geben wir dir. So. Die Stadt rein. Wir hier noch drei nebenan für den nächsten. Für die nächsten zwei. Haben wir so viel. Jetzt machen wir da eine Menge Stangen, ne? Machen wir uns kurz. Ist hier Stillstand? Das geht nicht. Kein Stillstand. Wir müssen überall Kisten einbauen. Das geht so nicht weiter. Haben wir jetzt zwei für einen. Wir haben drei Miner, also brauchen wir sechs Stück. Bauen wir mal vier hin. Sechs. Ja. Dann muss hier noch ein Splitter hin. Logistics. Splitter. Splitter da. Und dann hier hin. Oh, wir haben die Fickheit gebaut. Jo,
Jungs, wieso? Also, ich meine, warum ich? Ja. Das hier ist der Eingang, das Grüne ist der Ausgang. Portion ist älter. Ausgang dahinter. Das ist Nummer 4. 6. Dein Ausgang hier rein. Schön krumm. Das geht nicht, weil hier fast im Weg steht. Splitter. Der splittet von mir nach da. Schade, wenn wir den Pfosten im Weg sind. Dich ist auch krumm. Was ist schief hier? Egal. Strom. Haben wir genug für einen? Dich dahin. Dann stellen wir alle schon mal ein, dass sie auch gleich loslegen. Der hat schon eingestellt. Der will Eisen machen. Der will Eisen machen. Der will Eisen machen. Dann. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das Inventar wird voll sein, oder? Das Inventar wird bald voll sein. Machen wir mal hier nebendran. Ein Vierhorn. Noch ein Vierhorn. Machen wir, das wird nicht funktionieren, weil der Stromkabel im Weg ist. Das kurz abbauen. Das hier die genau unten drunter. Kein Problem mehr. Hoffentlich. Doch, wird doch Probleme. Das war jetzt verkehrt darum. Warum macht das jetzt verkehrt darum? Also es weiß doch, dass hier das in die Richtung läuft. So. Dann kann das schon mal hinterliefern. Dich, dann hatte ich. Drohen wir noch ein bisschen. Zwei in die Richtung. Und hier einen schicken Output. Und da noch da. Hier machen wir wieder. Eine Säule, vier hoch. Und noch eine Säule. Vier hoch. Und dann nehmen wir dich und packen dich hier dran. Und dich und packen dich hier dran. Und jetzt geht's los. Einen Splitter brauchen wir noch. Ausgang. Ja. Ausgang. Ja. Dann kommst du hier runter, gehst in den hier. Dann kommst du hier runter. Gehst in den hier. Oh,
Was haben wir mit dem dritten gemacht? Wir haben gar nicht an den Strom angeschlossen. Sorry. Machen wir. Sofort. Nein, ich muss erstmal am Laufen jetzt. Container. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, ne? Lass mal den mal zuerst leer laufen. Das ist jetzt randvoll. Lass mal den erstmal leer laufen. Der Constructor ist natürlich schon randvoll wahrscheinlich. Strom hatten wir vergessen. Super. Könnte nichts produziert werden. Den haben wir noch nicht angeschlossen. Aber sofort. Weiter die hier. Wie viel Strom haben wir denn noch? Wird knapp, ne? So, Eisen kommt genug rein, ja? Aber hängt ganz schön knapp hier drüber. Das gefällt mir nicht.
Stromversorgung für unsere Eisenmine. Die Förderfender laufen auch alle super. Hier kann man auch drunter durchlaufen. Das können wir am besten. Wir haben vergessen, Biomasse nachzufüllen. Habe ich das Gefühl. Du machst mal Stangen in Zukunft. So. Wir nehmen mal alles mit, was wir schon mal haben. Wir haben unsere Taschen übrigens schon brandvoll mit Sachen. Deswegen schmeißen wir hier schon mal alles rein, was wir reinschmeißen könnten. So. Oh, da sind wir überlastet. Ne, wir waren nicht überlastet, ne? Ne, wir haben einfach nur kein Power mehr. Alles leer. Ouch, ouch, ouch. Können wir uns denn schon das nächste Upgrade leisten? Wahrscheinlich nicht, ne? Dass wir die ganze Sache jetzt schon mal mit dem Motorsäge machen können. Wir haben die Motorsäge ausgewählt, oder? Ja. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben auch jede Menge Eisenerz. Was soll ich denn damit hin? Das kriegen wir locker hin. So, ein paar Platten. Dingelchen. Und dann. Können wir uns schon eine Motorsäge bauen? Milestone reached. Additional to an inventory expansion, you are now capable of removing foliage that consists primarily out of wood. Removic haben wir. Was brauchen wir noch? Stangen. 25 und ein Panzerstahl. So. Oh, viel Panzerstahl, weil hier haben wir. Na, für Panzerstahl brauchen wir ja Schrauben. Ich muss auch da. 160 davon. So. Jetzt habe ich wieder Schrauben für Stangen. Jetzt aber. Dingel, 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 dingel. Motorsäge. Dafür brauchen wir auch Biofuel und deswegen müssen wir jetzt trotzdem noch ein paar Blätter sammeln gehen. Oh, oh. Was ist das Vergiftete hier? Wo kommt das her? Können wir ein bisschen Biomasse jetzt schon herstellen? Hoffentlich. Ja, ganz gut. Biofuel braucht Biomasse. Ja, genau. Biomasse. Zwölf Stück, gut. Also, hier war irgendwo ein Baum. Hier. Weg da. Und du. Weg da. Und. Hier. Alle weg. Alle weg. Kettensägen mal weg. Alles weg. Ja, gut.
Dann würde ich sagen, wir haben ganz schön überzogen, mein lieber Mann. Beende ich mal hier die Folge. Danach schmeißen wir unsere, unsere Generatoren wieder an. Das ist nämlich dringend nötig. Sehr dringend. Ja. Puh. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.